Irgendwie werden wir, glaube ich, gerade von Hunden attackiert. Christian, warte auf mich. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Wir sind immer noch am Comer See und heute machen wir eine Wanderung, eine Anfängerwanderung, würde ich sagen. Wir sind jetzt in Gravedona und wir wandern jetzt nach... Keine Ahnung. Stadtzone. Das ist der Name. Da wandern wir jetzt hin. Wir hoffen, dass wir den Wanderweg finden. Es war schon etwas schwierig, den Wanderparkplatz zu finden. Aber es hat bis jetzt alles funktioniert und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir den richtigen Wanderweg auch noch finden. Wir haben auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Ist, glaube ich, das allererste Mal, dass uns das passiert ist beim Wandern. Daumen hoch, würde ich sagen. Uns ist in diesem Fall aber auch mal wieder die Komoot-App zu Hilfe gekommen. Da konnten wir den Wanderweg nämlich gut sehen und ja, mit der Hilfe dieser App dann auch den richtigen Weg finden. Leute versuchen anhand einer Wanderbeschreibung, Google Maps, Komoot Map und der lokalen Beschilderung den Wanderweg zu finden. Bisher schaffen wir es ganz gut, aber es ist nicht ganz so einfach. Aber wir tracken die Wanderung natürlich wieder mit der Komoot App und wenn ihr die dann nachwandern wollt, könnt ihr euch einfach die Tour genau angucken und die Wegbeschreibung, die wir dann liefern. Wenn ihr diesen Weg lauft, solltet ihr euch auf jeden Fall vorher mit Autan oder Antibrom oder irgendwas ähnlichem einschmieren, weil wir sind schon ein Festmahl für Mücken geworden. Haben jetzt schon einige Stiche an den Beinen leider. Das war ein sehr leckerer Lunch, den wir jetzt hatten. Und jetzt müssen wir den Weg zurückfinden, was sich etwas schwierig gestaltet. Zumindest hoffen wir, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Aber die Beschreibung ist sehr ungenau. Wir haben die Tour bei Outdoor Active rausgesucht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Aber wir haben ja auch den Weg hochgefunden, also sollten wir auch den Weg zurück irgendwie finden. Im Notfall müssen wir halt den gleichen Weg zurückwandern, wo wir gekommen sind. Jetzt geht's mal richtig gut bergab, wieder gut für die Knie und ja, irgendwie ist auch die Sonne weg und irgendwie werden wir, glaube ich, gerade von Hunden attackiert. Christian, warte auf mich! Im Maschinenbau nennt man sowas Sonderkonstruktion.
Buh. Nicht ganz sicher, ob das der Weg ist, der in der Beschreibung stand, aber es ist trotzdem ein schöner Weg. Wir sind jetzt relativ lang in den Wanderweg runtergelaufen, haben immer wieder Straßen überquert und jetzt laufen wir hier eine Straße entlang, ist aber eher wie eine Fußgängerzone, also hier sind eigentlich kaum Autos und es ist richtig schön hier rumzulaufen und es ist mal eine ganz andere Wanderung, weil wir jetzt gerade gar nicht in der Natur sind, sondern eher in Ortschaften, aber zwischendurch ist immer wieder schöne Natur und wir haben einen fantastischen Blick auf den See bisher immer gehabt. Wir sind wieder zurück am Auto. Wir haben unsere Wanderung beendet und wir sind insgesamt ein bisschen mehr als 6 Kilometer gelaufen, 300 Höhenmeter. Und die Wanderung, also die reine Wanderzeit, war 1 Stunde und 15 Minuten mit sehr, sehr vielen Pausen, um den Weg rauszufinden. Und natürlich unsere große Essenspause, die sehr lecker war. Dieses Restaurant können wir sehr empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber wir blenden das gerne ein. Wie immer. Ich glaube, Jana wird es nie ausfindig machen. Doch, ich blende das immer dann ein. Wenn ich das verspreche, dann mache ich das auch. Ne? Ihr könnt das bestätigen als unsere regelmäßigen Zuschauer. Und ja, jetzt geht's zurück zum Hotel und dann wird ein bisschen entspannt und dann gibt's nachher noch leckeres Abendessen. Wir sind wieder am Hotel und es ist so schön hier. Es ist einfach super klein, es hat nur ein paar Zimmer. Aber wir können jetzt hier draußen sitzen und ja, das Babyfon einfach anmachen und der Krümel kann im Zimmer schlafen, was richtig angenehm ist. Bisher schläft er allerdings noch nicht und erzählt uns noch was über das Babyfon. Wir hoffen, dass er trotzdem noch irgendwie ein bisschen schläft. Es ist jetzt allerdings schon irgendwie Viertel nach fünf und wir wollen wahrscheinlich um 7 essen. Vielleicht wird es doch ein bisschen später mit dem Essen. Mal schauen.